Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind momentan dabei, uns in Richtung eines Vans zu schleichen und... Scheiße, fuck! Müssen leise sein, was einfach so überhaupt nicht mein Ding ist. So. Was denn? Hast du Angst? Ich kann dir allein auskommen. Da ist der Van. Van gesichtet. Und nun? Geh zum Wagen. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles, also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Okay. Ich versuche, den mal zu kriegen. Okay, so. Wir sind ganz nah beim Van. Versuche jetzt hier drum rum zu gehen, mich nicht entdecken zu lassen und mich mit dem Van zu verbinden. Leute, wir sind beim Van. Okay, let's do it. So, bitte wie? Bitte. Was wir sehen. Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Netwatch. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn Sie unsere Eis durchbrechen, holen Sie sich Agua und das ganze Netz. Wie damals bei Bartmus. Okay. Und wie schlimm ist es? Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, wie viel Daten sie haben, aber ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellvalidierung. Okay, und was soll ich jetzt machen? Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Schritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Matt. Was ist? Das Heat? Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Ausklinken? Wie? Okay. Kannst du ihn nicht übers Netz kalt machen? Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden. Ihn stellen. Ausklinken? Ich will mich nicht mit Netwatch anlegen. Okay, wie finde ich ihn? Okay. Was mache ich, wenn ich ihn habe? Sag ich dir dann. Okay. Der Agent versucht, dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Dort sieht dich niemand. Oh, Schildikowski! Komm schon, ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Irgendwann ist nervös und sucht mich. Wir bleiben mal ruhig, einfach entspannt hier bleiben. Die sind halt in Aufruhr, das ist ein Problem. Ich mach mal hier F5 und dann warten wir mal. Er ist... Oh, oh. Scheiße, was war denn das? Habt ihr das gesehen? Der ist einfach aus der Decke geflogen. Oh man. Kacke, Alter, wir sind so im Arsch. Komm schon, zeig deine hässliche Visage. Okay, wir sind jetzt schon mal hier. Okay, oh fuck. Wo ist der kleine Pissfleck hin? Pissfleck. Scheiße, Alter, das ist ja... Warum sind die denn so in Aggro? Das macht mich fertig, das macht mich fertig. Wenn ich da jetzt hochgehe, ne, und der sich umdreht, also das macht ja, ich sage, wie es ist, manchmal hin und wieder mal so eine Schleichmission ist schon cool und ein bisschen intens, ne? Wir müssen da lang. Ich versuche den jetzt mal zu kriegen, als erstes.
So. Da ist hier jetzt schon mal Ruhe. So, F5. Okay. Alter, scheiß drauf. Okay, die scheinen wieder unagro zu werden, das ist gut. Der eine ist halt noch da, ne? Der da. Der muss weg. Der Rest ist in Sp- Kann ich den irgendwie hacken oder so? Geht da irgendwas? Kann ich nur pingen. Mehr geht nicht. Komm ich da sonst irgendwie rüber? Nee. Keine Angst, Häschen. Wenn ich jetzt schieße, werden die mich kriegen. Kann ich irgendwie... Da, guck mal, Ablenkungsmanöver. There we go. Komm schon, ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Okay, Alter. Alter, Scheiße. Okay, zwischenspeichern. So. Finde den Agenten im Kino. Augen auf jetzt! Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort. So schlimm, ne? Sie muss eine Schwachstelle haben. Mathilda, gesuchte Night City, Carros, Animals. Breach Protocol. Mal gucken, was können wir denn machen? Eisbrecher, wir die Speicherkosten. E9 und BD. E9. Scheiße, verschissen. Verkackt, Alter, weil ich dumm bin. Oh. Matilda K. Rose, Animal. Durchführung einer unrechtmäßig genetisch veränderten Veränderung. Mord. Anfällig gegen Feuer. Wir kommen an ihr wohl nicht vorbei. Komm schon! Nee. Zeig deine hässliche Visage! An ihr kommen wir nicht vorbei. Also das Spiel will, dass wir gegen sie kämpfen, aber die ist ja viel zu krass. Das ist ja diese Irre, die wir vorhin schon hatten. Wenn sie sich gleich umdreht. Okay, ich wäre jetzt im Kino. Klappt leider nicht. Scheiße. Kümmere dich um Sasquatch. Finde den Agenten im Kino. Geht's ins Kino. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten, klar? Du musst zuerst... Ah, fuck, okay, warte. Okay, let's go. Wir haben es echt geschafft, an ihr vorbeizukommen. Wow, hey, sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Okay, was ist hier los? Genug mit dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Agent über welchen? Wenn du was anzubieten hast, sag's jetzt. Bin ich zum Reden hier? Gerade wolltest du mich noch töten? Gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen. So sieht's aus. Und jetzt willst du reden? Nulllinie? Nein, nur ausbremsen. Aber ich hab dich wohl unterschätzt. Bin ich zum Reden hier? Bin nicht hergekommen, um zu reden. Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Agenten überwältigen? Das bringt doch nichts hier. Kein Interesse, mich interessieren nur die Voodoo-Chefin. Kein Interesse.
Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte, wie ich sie nenne. Brigitte und ihr Chaussontine-Tune sind seit Tagen kaltgestellt. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Du bluffst doch. Du hast Brigitte besiegt? Wie? Ihr habt Brigitte. Wie habt ihr das geschafft? Wir wussten, die Voodoo-Runner würden sofort nachsehen, was in der Mall los ist. T-Neptune brach als erster rein. Nachdem wir ihn geeist hatten, sprang Brigitte rein, nutzte ihn als Schild. Ist eine harte Nuss, aber trotzdem stecken geblieben. Hast du Beweise dafür? Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre einen Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Das bringt doch nichts hier. Ja. Na gut, komm. Na gut. Jetzt bin ich gespannt. Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine. Und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Na gut. Identisch, was? Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Was ist euer Problem mit den Voodoos? Was habt ihr gegen die Voodoos? Weißt du, wie viele Angriffe durch die Black Wall wir letztes Jahr neutralisiert haben? Soll ich raten? Also weißt du es nicht. Niemand in Night City weiß das außer uns. Und niemand will es wissen. Die Leute denken, sie ist eine feste Grenzmauer, geschaffen, um die Menschheit ewig zu schützen. Dabei ist sie eher ein aufgerissener Müllsack, der über ein kaputtes Fenster geklebt wurde. Und die Voodoo-Boys hören nicht auf, Löcher in das verdammte Teil zu stechen. Brigitte und der andere. Wie ist ihr Zustand? Brigitte und der andere, Neptune. Wie ist ihr Zustand? Ihre Tags sind aktiv. Die Voodoos erhalten sie wohl am Leben. Aber das können sie nicht ewig tun. Nein. Was Brigitte und T weniger nützlich für uns macht. Wir wollten über ihre Schnittstelle ins Voodoo-Subnet eindringen, aber Brigitte zeigte sich stur. Sie hat ein paar Bytes aus unseren Systemen entwendet, bevor wir sie hatten. Kostprobe eurer eigenen Medizin? Wieso Pacifica? Geht es um Rizzo Agwe? Die Datensammlung. Warum habt ihr Pacificas Runner im Visier? Das ist der Job. Es geht um Rizzo Agwe, oder? Agwe. Ihr wollt kein unabhängiges Netz, wo eure Dienste nicht erwünscht sind, was? Es gibt keine unabhängigen Netze. Wenn die Voodoo-Boys die Black Wall durchbrechen, sind wir alle am Arsch, so oder so. Ich weiß nicht, also er könnte recht haben, aber irgendwie habe ich keinen Bock, mich auf die Seite von Netwatch zu stellen. Ich frage mal, wie sein Angebot lautet. Wie lautet dein Angebot? Okay, was bietest du mir an? Einen Kompromiss. Ich hole den Voodoo-Virus aus deinem System und lasse Brigitte und T-Neptune frei. Sie werden aufwachen, als sei nichts geschehen. Keine Sorge. Im Gegenzug musst du uns nur gehen lassen. Mit den Daten. Also? Nein, danke. Ich bleib lieber bei meinem Plan. Ich habe mich dagegen entschieden. Das war wohl doch keine gute Idee. Kacke. System, Neustart. Ja, mal sehen, wo sind wir jetzt? Leben wir noch? Geht es uns gut? Okay. Ich lebe noch. Hey, wie? Alles okay? Geht so.
Nur eine Sekunde. Nee, komm, auf, läuft. Was ist passiert? Das Netzschwein hatte recht. Die Voodoos haben dich gefickt. Sobald sie Zugang zum Netwatch-Netz hatten, haben sie alle Agenten geröstet. Und dich dazu. Warum ist mein Hirn da nicht Brei? Warum ist mein Hirn da nicht warmer Brei? Weiß nicht. Vielleicht sind dir endlich Eier gewachsen. Ob die Voodoos Brigitte befreit haben? Ich hätte auf ihn hören sollen. Ob die Voodoos Brigitte befreit haben? Scheint ihr Plan gewesen zu sein. Dank dir war er erfolgreich. Ach, Kacke. Weil die Voodoos dich zu einer verfickten Kamikaze-Drohne gemacht haben. Wer nimmt schon den Job von uns Voodoo-Frisern? Bah, Placid hat dich für ein Stück Scheiße aus der Gosse gehalten. Dachte, dich sucht keiner. Tja, na und? Hätte ich die Wahrheit ausplaudern sollen? Der Vergleich ging dir aber leicht von den Lippen. Ja. Siehst halt gerade aus wie ein Stück Scheiße. Aber manchmal bist du gar nicht so übel. Wow, danke. Wir sollten uns mal mit unserem Kumpel Placid unterhalten. Geh zum Bettys. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Let's go. Jetzt werden wir uns rächen. Verlasst die Grand irgendwas. Jetzt sammeln wir erstmal Sachen ein. Bevor wir abhauen. Gucken, was hier noch Interessantes ist. Nachrichten. Irgendein Müll. Bezüglich Fall Erstellung von Sonderbefugnis für Agenten. Irgendwas. Alles zensiert. Gedönse. Relic-Angebot. Wenn ich weiter an die zuständige Person weitergeleitet werde, suche ich einen anderen Käufer für das Relic. Ich weiß, ihr haltet mich hin, weil ihr versucht, meinen Hintergrund zu checken, aber ihr verschwendet eure Zeit. Alles, was ihr wissen müsst, habe ich euch schon gesagt. Ich habe den Relic 2.0, den Biochip, auf dem das Konstrukt von Johnny Silverhand ist. Und ich weiß, dass ihr nicht auf irgendein stinknormales Engram aus seid, sondern ihr genau ihn haben wollt, um A zu kontaktieren. Evelyn Parker. Evelyn. Das ist Standardprotokoll. Wir brauchen Informationen, um die Transaktion für die von dir verlangte Summe zu autorisieren. Wer hat dich ursprünglich mit der Beschaffung des Chips beauftragt? Was sind das genau für Leute und warum das Interesse am Konstrukt von Johnny Silverhand? Wer hat die Biochip-Extraktion geleitet? Wer war daran beteiligt? Was sind die technischen Spezifikationen des Relic? Hätte ich mal doch nicht auf den Plan gehört. Ich hätte es machen sollen. Ich wollte erst den Typen nicht überwältigen. Aber dann dachte ich so, nee, komm hier mit so einem Netwatch-Döler, hast keinen Bock drauf. Und es war mal wieder ein Fehler, ja. Das ist kein gewöhnliches Angebot, also kannst du dir dein Standardprotokoll sparen. Es geht hier um exklusive Arasaka-Technologie. Wer die Extraktion geleitet hat, ich dachte, es läge auf der Hand, dass ich das war. Darum redet ihr mit mir. Und diese Leute sind die Voodoo-Boys. Noch ein Detail, das dir wahrscheinlich schon bekannt war. Der letzte Agent, mit dem ich gesprochen habe, hat mir Schutz und eine neue Identität zugesprochen, sobald der Transfer abgeschlossen ist. Erwarte ich, dass ihr Wort haltet. Okay. Raus hier. Zack. Oh, stabile Kaffeemaschine hier. Ihm geht's auf jeden Fall gut. Jetzt ist die Frage, können wir hier einfach so rauslatschen oder... Gibt's Stress. Die Tür ist verschlossen. Hier ist sonst weiter nichts mehr. Ja, das lief ja ein bisschen kacke. Dann versuchen wir mal hier rauszukommen. Es wurden angeblich alle gegrillt. Das heißt, wir können wahrscheinlich einen Shortcut-Weg nehmen, ha? Klamotten. Und wir sind um den Kampf rumgekommen. Sieht zumindest so aus. Yes. Okay, hätten wir wahrscheinlich hacken können. Man hätte die wahrscheinlich auch alle auslöschen können, indem man das einfach krass gehackt hätte. Ist hier noch irgendjemand? Ne, hier wurde alles gegrillt. Einfach komplett gegrillt. Hat natürlich so zum Vorteil, wir können uns jetzt hier mal umsehen, wa? Und looten, was geht. Und wir die ganzen schönen Sachen hier nicht zurücklassen. Und dann werden wir gleich mal unseren Auftraggeber besuchen. Ich
höre noch irgendwelche Geräusche. So, meine Lieben, ihr hört den Hornkrähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mir den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaupunkt.